Hallo und herzlich willkommen zurück auf diesem Kanal. Heute schauen wir uns dein heutiges Horoskop an. Wir gehen auf den Verlauf ein und betrachten die Planetenkonstellation. Im Anschluss ziehen wir noch drei Tarotkarten und interpretieren diese für den heutigen Tag. Auf diesem Kanal werden täglich Horoskope und Inhalte zur Astrologie hochgeladen. Um nichts davon zu verpassen, abonniere diesen Kanal kostenlos. Los geht's! Für die Zwillinge könnte der heutige Tag eine Mischung aus emotionaler Unterstützung, persönlicher Selbstbeobachtung, einflussreicher Führung und romantischen Tagträumen bieten, und das alles unter dem Einfluss einer ermutigenden astrologischen Ausrichtung. Ein dringender Anruf von einem Verwandten oder engen Freund könnte dich in die Lage versetzen, Hilfe anzubieten. Deine natürliche Fähigkeit, anderen zu helfen, ist heute besonders ausgeprägt, aber es ist wichtig, dass du objektiv bleibst. Es besteht die Möglichkeit, dass die hilfesuchende Person übertreibt oder ihre Situation falsch einschätzt. Dieser Hilferuf erinnert dich daran, dass die Kommunikation heute sehr verwirrend sein kann und dass es wichtig ist, Befürchtungen von Fakten zu unterscheiden, bevor du handelst. Die Ausrichtung der Planeten fördert heute ein starkes Gefühl der Selbstwertschätzung und der Bestätigung. Wenn du auf deine Bedürfnisse geachtet hast, besonders in Bezug auf Ernährung, Bewegung und Schlaf, wirst du dich wahrscheinlich besonders gut fühlen. Wenn du hingegen abgelenkt warst und dein körperliches Wohlbefinden vernachlässigt hast, bietet dir dieser wohlwollende Aspekt eine heilende und nährende Energie, die dich ermutigt, dich wieder mit deinen Grundbedürfnissen zu verbinden und ein Gefühl des Wohlbefindens in dir zu verbreiten. In deinem Berufsleben wird dein Einfluss auf andere deutlich gestärkt. Dies ist ein günstiger Zeitpunkt, um ein zusammenhängendes Team aufzubauen und Aufgaben effektiv zu delegieren. Deine Führungsqualitäten stehen im Rampenlicht und ermöglichen es dir, viel mehr zu erreichen, als du anfangs vielleicht erwartet hast. Nutze diese Chance, um deine Fähigkeit zu demonstrieren, deine Mitmenschen zu führen und zu inspirieren. In der Welt der Liebe könntest du in eine Welt der Wunschvorstellungen eintauchen, vor allem, wenn du einen besonderen Menschen im Sinn hast. Auch wenn es Spaß macht, über mögliche zukünftige Abenteuer und ein gemeinsames Leben mit dieser Person zu fantasieren, ist es wichtig, in der gegenwärtigen Realität auf dem Boden zu bleiben. Bevor du dich zu sehr in langfristige Pläne vertiefst, ist es wichtig, eine stabile Grundlage für deine Beziehung zu schaffen. Venus im Skorpion, die in Opposition zum rückläufigen Jupiter steht, bringt einen Schub an Selbstvertrauen und Positivität. Es ist eine gute Zeit, um deine kreativen Ideen und Gedanken auszudrücken. Die Menschen sind wahrscheinlich aufgeschlossen und interessiert an dem, was du zu sagen hast. Es ist jedoch wichtig, dass du dein Ego im Zaum hältst, damit du nicht zu selbstbewusst oder arrogant wirkst. Nimm diesen Tag mit einer Mischung aus Selbstvertrauen und Bescheidenheit wahr, um das Beste aus den sich bietenden Chancen zu machen. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass es für Zwillinge heute darum geht, ausgewogene emotionale Unterstützung zu bieten, sich selbst wertzuschätzen, eine einflussreiche Führungsrolle zu übernehmen, romantische Tagträume zu managen und einen Vertrauensschub für kreativen Ausdruck zu nutzen. Wenn du diese Aspekte mit Objektivität, Selbstfürsorge, Führungsqualitäten, Realismus und einer bescheidenen Einstellung meisterst, kannst du sowohl im privaten als auch im beruflichen Bereich lohnende Erfahrungen machen. In der Stille der Weihnachtszeit, wenn die Schneeflocken sanft unter dem Sternenhimmel fallen, spürst du vielleicht eine tiefe, emotionale Verbindung zum Universum. Diese weihnachtliche Szene, die in Mondlicht und den sanften Schein der Weihnachtsbeleuchtung getaucht ist, kann so tiefgreifende Gefühle hervorrufen, dass dir die Tränen kommen. Die einzigartige Schönheit jeder Schneeflocke spiegelt deinen eigenen Platz im Kosmos wider. Dieser Moment des Friedens und der Gelassenheit inmitten des Zaubers der Weihnachtszeit erinnert dich an die Liebe und Wärme, die dich umgibt. Wenn du über deine Reise nachdenkst,
kann die tröstliche Umarmung der Jahreszeit dein Herz berühren und dir eine Träne der Freude und Dankbarkeit für die Schönheit des Lebens und die besondere Rolle, die du in diesem Winterwunderland spielst, entlocken. Wenn dich die ermutigenden Botschaften in unseren täglichen Horoskopen ansprechen, laden wir dich herzlich ein, unseren Kanal zu abonnieren und Teil unserer Gemeinschaft zu werden. Durch das Abonnieren unseres Kanals verpasst du nie wieder die kosmischen Ratschläge, die deinen Tag erhellen und dich auf dem Weg zur Größe inspirieren können. Zeige deine Wertschätzung für die positive Energie, die wir in dein Leben bringen möchten, indem du einen Daumen hoch drückst. Dein Interesse beflügelt nicht nur unsere Leidenschaft, sondern ermöglicht es uns auch, die kosmische Weisheit an andere weiterzugeben, die sie brauchen. Wir freuen uns außerdem sehr, von dir zu hören. Hinterlasse uns einen Kommentar und lass uns wissen, wie die Sterne dich heute leiten. Gemeinsam können wir diese kraftvolle kosmische Verbindung nutzen, um die Welt mit Positivität und Liebe zu erhellen. Danke, dass du ein Teil unserer himmlischen Reise bist. Nun ziehen wir 3 Tarotkarten und gehen auf die Bedeutung für den heutigen Tag ein. Die Karte der Liebenden steht für Liebe, Harmonie und Wahlmöglichkeiten in Beziehungen. Sie steht oft für eine tiefe Verbindung, nicht nur in romantischen Beziehungen, sondern auch bei persönlichen Entscheidungen und Partnerschaften. Die Liebenden deuten für heute darauf hin, dass du vor einer wichtigen Entscheidung oder einer Wahl in Bezug auf Liebe und Beziehungen stehst. Er erinnert dich daran, deine Optionen sorgfältig abzuwägen und bei deinen Entscheidungen Harmonie und emotionale Verbundenheit in den Vordergrund zu stellen. Die umgekehrte 3 der Stäbe kann auf eine Verzögerung deiner Pläne oder ein Gefühl der Stagnation in deinen Bestrebungen hinweisen. Sie kann darauf hindeuten, dass etwas, das du erwartet hast, nicht so eingetreten ist, wie du es erwartet hast, oder dass du auf deinem Weg auf Hindernisse stößt. Für den heutigen Tag rät dir diese Karte, deine Ziele und Pläne neu zu bewerten und dich mit Rückschlägen abzufinden. Die Königin der Kelche verkörpert emotionale Intuition, Einfühlungsvermögen und nährende Energie. Sie ist tief mit ihren Gefühlen verbunden und ist oft eine Quelle der Unterstützung und des Verständnisses für andere. Heute ermutigt dich die Königin der Kelche dazu, deine emotionale Intelligenz zu nutzen und in deinen Interaktionen Freundlichkeit, Mitgefühl und Empathie zu zeigen. Es ist ein Tag, an dem du deiner Intuition vertrauen und offen für die Gefühle und Bedürfnisse deiner Mitmenschen sein solltest. In ihrer Beziehung zueinander deuten diese Karten auf einen Tag der Entscheidungen, der Gefühle und der Geduld hin. Die Liebenden betonen, wie wichtig es ist, in Beziehungen oder Partnerschaften Entscheidungen zu treffen. Die umgekehrte 3 der Stäbe deutet auf eine mögliche Verzögerung oder Neubewertung deiner Pläne hin. Die Königin der Kelche unterstreicht, wie wichtig es ist, diese Entscheidungen mit emotionaler Intelligenz und Einfühlungsvermögen anzugehen. Nimm dir heute Zeit, um über die Entscheidungen nachzudenken, die du in deinen Beziehungen oder Partnerschaften treffen musst. Sei geduldig und offen für die Möglichkeit von Verzögerungen oder Neubewertungen. Lege bei deinen Entscheidungen den Schwerpunkt auf emotionale Verbundenheit, Einfühlungsvermögen und Verständnis, sowohl in deinen persönlichen Beziehungen als auch bei der Anpassung deiner Pläne.